passt das. SK Gaming hat Zarmony auf Kerrigan, BZ spielt Tassela, Link spielt Uther und Bakery spielt Tyrael. Aragi ist mal wieder auf Muradin unterwegs. Auf der rechten Seite haben wir das spanische Team El Nexo mit den roten Farben. Sie haben Lucifron auf ETC, haben Vortex, der hier Tyrande spielt, LoL vs. XD spielt Aphis, Alistar ist auf dem Demon Hunter unterwegs und ganz unten Grand Pekete spielt Brightwing. So, und jetzt geht es ja auch schon mal erstmal um die Kontrolle des Watchtowers. Die kriegt der SK relativ schnell, aber die müssen sich natürlich auch umdrehen, sofort wieder auf ihre Lanes zurückgehen. Und da oben, ja, Alexo bleibt hier noch ein bisschen zurück, wollen nichts riskieren, wissen auch nicht so richtig. Durch die Watchtower-Control macht es das ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt die Eule rein, er trifft sogar Aragi. Und jetzt wissen sie, okay, alles klar, wir können sicher in die Lanes gehen. Und schauen wir mal kurz, was hier irgendwo... Scouting-Drone. Das kein Missklick war. Aber könnte vielleicht für die Tempelkontrolle ganz nützlich sein für Brightwing. Sorry, Machine Gun Fun, I can't cast in English, because this tournament is casted by Kaldor in English. Only if he's not there. So, oh, Bakery muss aufpassen. Wo ist der Root? Ah, schön weggesprungen. Schön weggesprungen. Kann sich hier nochmal in Rettung bringen. Jetzt kommen sie zu zwei zurück. Sogar zu dritt zurück. Und wollen sich Vortex schnappen. Oh, der kann aber auch ganz gut dodgen. Da kommt der Slant und drückt ihn hier ganz schön zurück. Da geht er drauf. LoL vs. XD und alles. Da müssen sich jetzt hier zurückziehen. Wollten nochmal versuchen, Zarmony irgendwie ein bisschen abzudrücken. Aber schon der erste Kill. First Blood jetzt hier für SK. Und damit kriegen sie jetzt hier auch wieder die Kontrolle über den Watchtower, über den mittleren Schrein. Oberer Schrein wird soweit von Lucifron gehalten. Mal gucken, ob sich hier El Nexo entscheidet, doch noch den mittleren Schrein in Wettbewerb zu treten und den rauszunehmen. In SK, zwei Spieler oben. Ja, ich glaube, sie drehen einfach um. Muradin hält den Schrein hier ganz alleine und das macht er sehr, sehr gut. Ansonsten werden hier die Lanes weiterhin noch gehalten. Tychus bleibt hier mit drin. Kommt jetzt hier nochmal zur Hilfe. Jetzt kommt der dicke Boss, der dicke Defender. Da brauchen sie zwei Helden, um mit denen klar zu kommen. Aber sofort wieder zurückrotiert. Das ist alles wunderbare Absprache hier auf Seiten von SK. Und oben muss es ETC relativ gut alleine hinkriegen. Aber das macht er auch richtig schön. Mittelkontrolle sehr, sehr lang gehalten. Aber die wichtigen letzten Schüsse, die kommen jetzt. Ja, genau. Kommen auch alle für SK rein. Dementsprechend hat er ja schon das Fort einiges an Schaden eingesteckt. Und da unten geht's weiter. Sie versuchen jetzt runter zu rotieren. Der nächste Schrein ist dann eben unten. Das heißt, wir werden die Helden meistens hier unten sehen. Und schöne Eule wieder auf Zarmony gesetzt. Sie wissen, die Siege-Shrines kommen. Sie können ihre eigenen nehmen, um da ein bisschen gegenzuhalten. Und währenddessen besorgt sich Alistar hier ganz gut um die Minions. Kann die schön clearen. Und beide Siege-Shrines mehr oder weniger gleichzeitig genommen. Oben Grand Piketty gegen Beezy. Ja, nicht unbedingt der fairste Fight, allerdings haben sie ja hier auch die Tempelkontrolle eingebüßt und dementsprechend schon die Mauern verloren. Macht es natürlich dann dementsprechend später etwas schwieriger, das Ganze zu halten, und er kann sich nicht mehr hinter die Mauern in Sicherheit bringen. Aber es ist dafür Tassela, kriegt es gut hin, und da immer wieder ein Phase-Shift einsetzen, um davon zu kommen. So, da kommt die nächste Eule. Oh, trifft sogar Beezy, wow, das war echt ein krass Lucky Shot. Hat aber schön geklappt hier. Und sie holen sich die Bruiser. Die Tempel müssten jetzt bald wieder spawnen. Beide haben Level 7 erreicht. Leichter Vorteil für SK Gaming soweit. Und Stormbolt natürlich auf Muradin. Kerrigan holt sich Sweeping Grasp für ein bisschen mehr CC in Venom und Impaling Swarm. Dann gibt es Double Static Charge bzw. Psionic Storm Upgrades für Tassela. Unten haben wir einen Clans auf Uther. Und hier so eine Mischung bei Tychus. ETC holt sich Echo Paddle, also sehr auf Heilung getrimmt El Nexo. Oh, hier oben könnte es gleich abgehen. Ja, die kommen zu viert rein, können aber den Steal nicht hinkriegen. Fokus geht so ein bisschen auf LoL vs. XD, aber ich glaube, da müssen sie zurück. Zarmony wird hier drauf gehen. Schöner Pickup für El Nexo. Keinen Helden verloren. Kerrigan rausgenommen und jetzt kommen die Tempel. Das gibt ihnen natürlich einen sehr entscheidenden Vorteil, wenn sie sich den unteren Tempel holen wollen. Und genau das machen sie ja auch. Und SK Gaming... Soweit ignorieren sie es komplett. Haben immer noch einen leichten XP-Vorteil, aber sie haben nicht alle in Position. Muradin und Tassela überhaupt nicht da. Die werden hier auch gut zurückgedrückt. LoL vs. XD und Vortex haben sich hier sehr offensiv platziert. Ist einfach kein Reinkommen möglich gerade für SK.
Ja, also ich glaube, da brauchen sie wirklich alle Spieler hier unten. Nexo jetzt auch mit einem leichten XP-Vorteil. Das heißt, sie könnten jetzt hier Level 10 erreichen, bevor SK es tut. Und dann ist wirklich kein Rankommen mehr an diesen Tempel möglich. Ist auch extrem schwierig, da reinzukommen, der untere Tempel. Also sie probieren es auf jeden Fall. Und das XP wird hier leicht gestunt. Oh, Fokus wieder auf Sarmony. Kommt sie nochmal davon. Wird hier ein bisschen leicht von ihren Teammates blockiert. Aber sie kriegen es hin. Sie kommt davon. Kann jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr dazu tun. Ah, Ragi springt ja noch davon, aber hatte in Venom drauf. Wird hier auch drauf gehen. Also wieder 5 gegen 4. Sie drücken hart zurück. Enexo behält die Kontrolle. Einfach mit Low vs. XD da drin. Und jetzt kommen hier die letzten harten Schüsse. Und damit auch in der Botlane. Guter Schaden für Enexo. Und sie haben Level 10. Das heißt, wenn sie wollen, können sie jetzt alles machen. Sie können sich den Boss holen. Ja, aber vorerst wieder zurück in die Lanes. Watchtower Control zurückkriegen. Und einfach nicht zu sehr sich aufsplitten. So, jetzt kommen sie hier alle wieder zusammen. Kerrigan wartet da im Busch. Ich weiß nicht, ob sie sie gesehen haben. Ich glaube nicht. Hallo, V6D gerade gecheckt. Da kommt nochmal die Owl. Aber sie kommt davon. Und sie schnappen sich hier die Bruiser. Die Seed Shines. Also auch wieder da. Schön immer die Seed Shines holen, immer die Bruiser holen, bevor die Tempel dann wieder aktiv werden. Zwingt man das gegnerische Team, irgendwas dagegen zu machen oder halt ordentlich Schaden einzustecken. Nur die ein bisschen unentschlossen hier gerade, von welcher Seite er reinkommen möchte. Und natürlich die Seed Shines aufhalten, bevor sie irgendwie in die Nähe kommen von ihrem Fort. Weil das ist das nächste, was hier fallen wird. Hessler hält in der Zwischenzeit immer sehr, sehr gut auf die Top-Lane. Gab es inzwischen eine leichte Rotation. ETC ist da in die Top-Lane gegangen. Jetzt kommen sie alle wieder zusammen. Wissen, dass die nächsten Tempel halt... eigentlich müssten sie dann irgendwie auch mal wieder hochrotieren. Na, Muradin und Psykers bleiben in der Mitte. Wollen jetzt hier irgendwie den Kill kriegen auf das Fort, aber das so schnell geht's noch nicht. So, was haben wir für Level 10 Talente? Keine großen Überraschungen. Divine Shield auf Uther, das ist doch eine Überraschung. Okay, das wundert mich ein bisschen, was er hier spielt. Ohne Divine Storm fehlt es ein bisschen an starken CC auf Seiten von SK Gaming, aber... Also, es sei denn, es war ein Missklick, dann ist das eine sehr, sehr interessante Wahl. Ja, auf der anderen Seite keine großartigen Überraschungen. Oh, ETC going for Stage Dive. Na, das ist vielleicht doch eine Überraschung. Kann sehr, sehr stark sein, wenn es gut eingesetzt wird. Und ich glaube, es ist hier die Basis ihrer Strategie. Oh, Sarmony in der Mitte von allem. Kriegt ja auch einen kompletten Rain of Vengeance ab. Aber sie können Grand PKT ordentlich rausdrücken. Lovis 6D kriegt hier ein bisschen was an Schaden ab. Und da fällt ETC, Lovis 6D jetzt auch in der Mitte. Super rausgefokust. Grand PKT kommt da nochmal davon. Aber sie halten jetzt hier die Kontrolle über den mittleren Schrein. Jagen auch nicht weiter. Und das waren zwei Helden für nichts. Und jetzt kriegen sie halt diesen Schrein hier wunderbar. Und wir sehen auch schon Tychus, der bewegt sich nach unten, versucht den Bottom-Schrein zu kriegen. Und nur gegen Vortex sollte es ihm auch ein leichtes sein, in die Kontrolle zu behalten. Ja, wir noch die Lehren klären. Und jetzt geht's rein. Oben wird das Ganze von Muradin gehalten. Das Team rotiert runter. Es sind auch noch die letzten wichtigen Schüsse. Und die kriegt er eigentlich auch. Da wird sich El Nexo nicht ranmachen. Ah, schön, wie Samen hier oben noch wartet. Wartet, bis der erste Teil reingeht und dann werden sie rauskommen. Oh, Link jetzt auch aus den Löchern gekrochen. Wo kommt das Focus Fire? Stage Dive kommt rein. Macht aber nicht wirklich so viel. Bakery mit First Aid kann sich nochmal hochheilen. Alistair jetzt ganz schön niedrig. Auch Grand PKT sehr, sehr niedrig. Müssen sie jetzt einen ordentlichen Fokus setzen. Alistair auch extrem niedrig, aber sie kommen nicht ran. Gute Bewegung hier von El Nexo. Grand PKT jetzt wieder in der Mitte drin. Da kommt der Pushback. Und Lucifer versucht nochmal reinzurutschen, aber wir wollen natürlich hier richtig fokussen. Nein, Muradin fällt. Der Nexo jetzt hier in guter Kontrolle. Sarmony geht sehr, sehr niedrig rein und sie kriegen den Kill zwar noch auf Valor, aber auch Sarmony fällt. Lucifer ist sehr extrem niedrig, aber sie kriegen auch Tychus noch raus. Und Beezy Link jetzt hier die einzigen noch am Leben und gegen Lovis Extreme Grand Packet, da wird das nichts. Der Nexo holt sich die Kontrolle für den Bottleren, für den unteren Schrein. Haben sie sehr, sehr gut hingekriegt. Und jetzt auch noch der Steal auf dem Siege Camp. Das ist natürlich extrem bitter. Würde mich nicht wundern, wenn sie sich noch das zweite Siege Camp holen. Brightwing versucht hier die Lane noch so gut es geht zu pushen. Und ETC mit den letzten Defendern am Kämpfen. Aber das ist wunderbar. Sie kriegen die letzten Defender, sie kriegen die letzten Schüsse rein. Und jetzt auch noch die Siege Shines.
Wunderbar gemacht. Gutes Timing ausgenutzt, dass gerade drei der Helden down waren. Und damit jetzt einen sehr starken Push unten. Ich denke mal, die ersten beiden Seed-Shrines kann SK hier sehr schnell aufräumen mit. Aber danach wird es dann schon schwieriger. Und ja, Nexo, die machen es sicher. Die rotieren einfach nur rum, holen sich da oben die nächsten Bruiser. Da gab es, glaube ich, sogar einen Bribe von Brightwing. Und die riskieren halt einfach nichts. Die holen sich einfach nur das, was sie kostenlos kriegen. Und weiter geht's. Push auf Top. Es wurde ja schon vorhin mit einigem Schaden belastet, als sie den Top-Shrine gehabt haben. Den Tempel. Und jetzt kommen sie alle rein, holen sich den letzten Schuss hier und sofort wieder raus. Die Bruiser erledigen den Rest. SK holt sich jetzt auch endlich ihre Bruiser. Wir haben doppelten Rewind von Muradin und Kerrigan und zweimal Shrink Ray. Ist natürlich sehr stark. Da bin ich mal gespannt, was das bringen wird. Und hier unten Relentless of Arthas. Oh, jetzt kommen hier die Level 16er rein. Executioner, zweimal Stone Skin. Dann auf ETC und Arthas. Und Lunar Flare Verbesserung für Tyrande. Da gibt es Critterize für Brightwing. Und jetzt kommt sie zum nächsten Kampf. Na, SK, so richtig wollen sie es nicht. Macht auch Sinn. Ich meine, sie wollen auch ihre Level 16er, bevor sie da wirklich reingehen. Ja, Moshpit und Starfall, aber so richtig hat es bis jetzt noch nicht geklappt für El Nexo. Mussten bis jetzt ohne die Moshpit-Starfall-Kombo kämpfen, wie Falado es gerade gesagt hat. So, mal gucken, ob es jetzt irgendwie zum Einsatz kommt. Da ist der Starfall. Macht auch ein bisschen was an Schaden, aber kommt da nicht so richtig raus. Lucifon wird hier weggedrückt, und zwar gut weggedrückt, aber Samoni nimmt ja auch wieder einiges an Schaden. Uther ist schon rausgekommen. Und Samoni wieder extrem niedrig. Sie kriegen sie raus. Aragi jetzt hier nur noch am Leben. Oh, Bakery auf der rechten Seite komplett rausgezoned. Mal gucken, ob er noch davon sprinten kann. Holt schon sich direkt das First Aid. Ich glaube, er wird davon kommen. Aragi hilft ihm vielleicht auch noch ein bisschen aus. Der Root. Wann kommt der Root? Oh, da ist der Stage Dive. Guter Move hier. Da ist der Root. Und damit sollten sie den Kill kriegen. Ja, wunderbar gemacht. Aragi wollte dann noch zur Unterstützung kommen, aber das hat nicht mehr so ganz geklappt. Und jetzt haben sie wieder ein schönes Timing, um das gegnerische Team rauszunehmen. Drei Helden erstmal weg für die nächsten 30 Sekunden, beziehungsweise 10 auf Seiten von Uther und Kerrigan. Das heißt, sie können sich beide Tempel gleichzeitig holen. Lucifron und Vortex holen sich den oberen Tempel, unterer Tempel, unter der Kontrolle von Grand Pekete. Ja, will sich hier nochmal ein bisschen hochheilen, um dann alleine auch gegen den großen Defender klarzukommen. Ich meine, der hat schon 5000 HP. Da muss er ein bisschen Anstrengung reinsetzen. So, jetzt kommt Aragi dazu. Grand Pekete muss hier jetzt den Blink bringen. Und zum Rest dazukommen. Und die kriegen jetzt demnächst hier schon die letzten Schüsse. Eine Runde Defender noch. Und dann kriegen sie hier schon vielleicht sogar das erste Keep. Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten so früh im Spiel. Aber zwei Level Vorteil ist halt auch nicht ohne. OSK. Wollen die es wirklich riskieren? Nee. Alles gut. Sie holen sich nur das Siege Camp. Das ist okay, das kann man machen. Das geht schnell genug, aber den Boss hätten sie, glaube ich, nicht überlebt. Es hätte El Nexo gerochen. Die holen sich jetzt ihre eigenen Siege-Giants hier. Und eventuell danach den Boss. Aber haben halt auch nur anderthalb Level Vorteil. Das wäre auch ein Risiko, wenn sie das bringen. Und naja. Ihre Heroics sind jetzt in 8 Sekunden wieder verfügbar. Genauso sieht es aber auch bei SK aus. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwas riskieren. Seed-Giants kommen jetzt von oben rein, helfen hier noch aus. Ja, dann war da ein bisschen eher dran. So, mal gucken, wer sich jetzt hier den Engage holt. Ja gut, die Seed-Giants kann SK natürlich auch sehr, sehr schnell clearen. Aber den Boss, den schnappen sie sich nicht. Was gab es hier für Level 16 Talente auf Seiten von SK? Stoneform, Blade Torrent und Second Strike, da gibt es Imposing Presence für Uther und Stone Skin. Also ein bisschen anders gespielt hier den Uther. Mehr Schilde und halt eben das Divine Shield. Mal gucken, auf wen er das setzt. Also rotieren wieder hoch, versuchen sich hier die Bruiser zu holen. SK wartet diesmal schon. Gucken, ob das was werden sollte. Boah, jetzt ist es gerade sehr bitter. Jetzt sind sie gerade zwei Level hinten. Es wäre sehr riskant, wenn sie das jetzt versuchen. Mal gucken. Nexo kommt rein. Noch, jetzt haben sie es gesehen. Sie versuchen reinzugehen.
Oh, links. Setzt dieses Schild an. Oh, Samuli wieder komplett in der Mitte. Versuchen, Alistair zu fokussieren. Ein guter Pushback hier mit dem Emerald Wind. Und Tyrande fällt. Kerrigan geht allerdings auch drauf. Immer sehr, sehr schöner Fokus hier von Alexa auf Kerrigan. Beezy kommt nochmal davon mit dem Face Shift. Und da ist der Steal auf dem Bruisern. Aber ob sich das gelohnt hat, so recht wage ich es doch zu zweifeln. Lucifer springt rein mit Stage Dive. Star, kein Starfall Follow-up, aber Tesla wird rausgenommen. Und jetzt streiben sie auch noch Bakery zurück. Der kann nochmal davon dodgen. Aber ich glaube, es bringt nichts. Der beschäftigt hier nur noch. Wird jetzt hier trotzdem rausgefokust. Und in dem restlichen Team ein bisschen Zeit kaufen, davon zu kommen. Aber wieder 3 für nur einen Helden. Wieder ein sehr guter Fight hier für Nexo. Das läuft einfach wie am Schnürchen für die Jungs. Sie kommen jetzt auch mit dem Double Support und sie bringen es sehr, sehr überzeugend rüber. Da geht's auch wieder zurück. Obra Tempel komplett unter Brightwings Kontrolle. Ja, und der Rest holt sich den Boss. Eigentlich ein schöner Move. Ich meine, sie hatten jetzt die Helden für einige Sekunden ausgeschalten. Das heißt, es reicht einfach, einen Helden hier zu lassen. Und im Notfall kann sich halt Brightwing immer noch zur Truppe teleportieren und da aushelfen. Miranda hat hier nochmal gescoutet, zwischendurch die Eule hochgeschickt, ob Brightwing denn auch sicher ist da oben. Ja, und jetzt kommen sie hier langsam, aber sicher reingetrickelt. SK versucht hier den Boss irgendwie noch zu stehlen. Aragi kommt da nicht ran, wird immer wieder von dem Zyklon gestoppt. Und Alexo kriegt den Boss. Für SK war es einfach zu riskant. Und die Level 20 Talente kommen jetzt rein für Alexo. Verbesserung von Moshpit, von Stage Dive. Rock God, dann gibt es das Storm Shield von Tyrande. Continuous Winds für Brightwing. Da gibt es Legion of Northwind für Arthas. Und Bolt of the Storm für Vala natürlich. Und oben wieder die Kontrolle zurückgeholt. Brightwing war zwischenzeitlich nochmal raus aus dem Tempel gegangen. Ah, die Bruiser gerade noch so geholt für SK. Ist dann wichtig, nochmal schnell zu reagieren, die ganz schnell zu holen. Aber jetzt müssen sie unten halt den Boss stoppen. Sollten sie natürlich zu fünft auch recht fix hinkriegen. Das ist ganz wichtig, weil oben wird dann wieder der Push weitergeführt von Alexo. Drücken jetzt hier irgendwie das mittlere Keep noch raus. Mit dem Schild kann das Ganze gehalten werden. Und der Rest. Ja, da kommt die Rotation. Sie haben einfach sich das Keep geholt, haben die letzte Mauer, beziehungsweise nicht das Keep, aber die letzten Mauerreste noch zerstört. Und wieder das Siege Keim gestohlen. Noch das nächste sollte eigentlich auch noch drin sein. Vorher noch die Lanes pushen. Und dann reicht da vielleicht ein, zwei Helden, um sich das letzte Siege Keim Camp zu holen. Oh, Aragi, ganz alleine hast du hier keine Chance. Alle Heroics sind wieder verfügbar. Sie warten auf die Siege Shines. Ah, warum nur eine Reihe? Wundert mich ein bisschen. Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, sich einfach beide mal zu holen. Aber gut. Rotieren hier noch so ein bisschen rum. So ganz wissen sie nicht, was sie hier machen wollen. Aber eigentlich hätten sie jetzt hier drücken müssen, meiner Meinung nach. Denn Level 20 ist halt nicht mehr so weit für SK. Und damit können sie dann durchaus nochmal mithalten. Jetzt gerade mit dem 21 gegen 19 hätte es ein sehr, sehr starker Push sein können. Jetzt holen sich die Seed Shines. Ist okay, weil die drücken dann unten die Lane nochmal durch, während sie halt oben auf die Shrines gehen können. Und der mittlere ist halt jetzt, wird ein sehr harter Wettbewerb um den mittleren Tempel ausgebrechen. Muradi versucht da reinzugehen, holt sich die Watchtower-Kontrolle, aber ja gut, ganz alleine. Muss er aufpassen, Grand PKT kommt von unten noch rein, aber er kann eigentlich davon springen, ja. Samuli und Beezy kommen noch mit dazu. Und da sind die Tempel. Beide verfügbar. Sie konzentrieren sich auf die Mitte. Level 20 ist halt nicht mehr weit für SK. Die müssen halt noch ein paar Minions killen und dann war's das. Dann können sie hier durchaus auch gegen Alnexo vorgehen. Ja, und Grand PKT jetzt hier die einzige auf Brightwing. Und oben geht Alexo wieder rein. Oh, so wenig Erfahrungspunkte, die da SK fehlen. Wirklich noch ein, zwei Minions und dann sollten sie hier genug haben für Level 20. Da ist es. Was kommt hier rein? Was kommt hier rein? Twilight Archon, Bolt of Storm für Kerrigan, Unstoppable Force für Muradin, nochmal ein Storm Shield für Uther und Big Red Button für Tychus. Aber halt kaum Schüsse gekriegt. Jetzt hier nochmal die letzten wichtigen Schüsse. Das hilft natürlich ein bisschen. Brightwing konnte auch davon kommen, also die haben sie sich nicht geschnappt hier.
Ja, und die letzten wichtigen Schüsse, die kommen jetzt hier auf der Nexo rein. Die machen schon Schaden auf dem Chor. Das ist natürlich bitter. Schild ist fast weg. Ja, Schild ist weg. Runter auf 94%. Bei SK sieht es halt sehr bitter aus. Sie haben zwar sich auch schon die drei Forts geholt, aber die Keeps stehen noch. Das heißt, keinerlei Katapulte. Sie müssen immer mal wieder zurück, um halt gegen die Katapulte vorzugehen. Und der Nexo hat halt komplette Map-Kontrolle momentan. Das ist wirklich nicht das Optimum, was sie sich jetzt hier gerade rausgespielt haben. Können jetzt nur Schadensbegrenzung machen. Ihre Bruiser schnappen, sich ihr Siege ins Camp schnappen. Genau halt diese Dinge, die so ein bisschen gegen Nexo spielen, aber die müssten es halt mal schaffen, so einen einzelnen Helden aufzupicken und dann halt einen ordentlichen 5 gegen 4 Fight zu machen. Aber es ist halt sehr, sehr schwer. Nexo bietet da kaum Angriffsfläche. Und das hilft ihnen natürlich gerade ganz immens. Nächste Boss, kommt der schon? 34 Sekunden. Oh, sie holen sich hier den Stil von dem Siege Camp. Und das geht so schnell, da kann SK überhaupt nicht reagieren. Waren hier immer noch mit ihrem Bruiser beschäftigt. Das hat viel zu lange gedauert. Aber es ist halt auch die Vorsicht. Sie wollen halt auch nicht überrascht werden. Deshalb Aragi, der hier immer an der Seite so ein bisschen guckt. Aber dadurch hat jetzt die Siege Shines verloren. Und Nexo rotieren jetzt hier rum. Müssten eigentlich zu ihrem Boss gehen. Ich weiß nicht so richtig, was die Rotationsbewegung jetzt gerade sollte. Vielleicht nicht überrascht werden wollen, einfach diese Angst durch die Mitte zu gehen. Aber sie hatten halt hier den Watchtower unter Kontrolle. Die Bruiser werden geklebt, bevor sie überhaupt in die Nähe kommen von irgendwas. Und bevor sie die Katapulte angehen können. Jetzt kommen alle drei Tempel. Und wenn es jetzt hier Nexo schafft, zwei Tempel unter Kontrolle zu bringen und alle Shots zu kriegen, sollte der Chor draufgehen. Das heißt, ich weiß nicht so richtig, was SK dagegen machen kann. Muradin geht nach unten. Ja, und die Katapulte sind halt auch schon am Werken. Gut, die Minions können es jetzt relativ schnell aufräumen. Aber SK momentan so ein bisschen in Schockstarre. Können sich nicht entscheiden, für welchen Tempel sie gehen. Ah. Muradin geht jetzt auch mit dazu. Und vermutlich holen sie sich den Top-Campel. Ich hätte fast die Mitte bevorzugt, einfach weil man da besser rein und rauskommt. Da können sie halt die ersten paar sicheren Shots sich holen. Aber ich meine, was machen sie halt dagegen? Oben holt sich Brightwing das Ganze und ja, damit sollte es fast gewesen sein. Die Tempel unter Kontrolle von Nexo auf beiden Seiten, ja, das muss GG sein. Und damit holt sich dann Nexo hier den Sieg. Und SK Gaming weiß es natürlich, können nichts machen. Das ist der Sieg. Der Chor fällt und Nexo hier komplett ungeschlagen in der HCL. Also, das ist einfach ganz immens, wie stark die hier in dieser Liga gespielt haben. Nee, nicht ganz komplett ungeschlagen. Einmal haben sie verloren gegen Whiskey Coker. Die Überraschung schlechthin am letzten Donnerstag.